Ja, dann ist es das schon gewesen. Kurz und schmerzlos. Hallo Freunde, willkommen zurück bei Nerds & Tech. Ich bin's Ronny und heute will ich euch zeigen, wie schnell ich hier diese Steam Deck Oberfläche auf einem Windows Betriebssystem installiert bekomme. Linux soll wohl auch funktionieren. Das Ganze ist für Mini-PCs interessant, für normale PCs. Es ist genauso auch für Handhelds möglich, wo ihr dann halt eine Windows-Partition drauf habt, um dort zum Beispiel drauf zu zocken. Da gibt es ja Aya Neo und wie auch immer die Dinge alle heißen. Und ich brauche hier keine extra Software zu installieren, also keine neue Windows-Partition anzulegen, wo dann Halo OS oder irgendwas installiert wird, was teilweise ja sehr kompliziert ist oder halt nicht ganz so einfach ist. Und wenn man sich da nicht mit auskennt, dann ist das ein bisschen schwierig. Hier habe ich dann quasi die gleichen Funktionen oder Einstellungsmöglichkeiten oder ähnliche Einstellungsmöglichkeiten wie auf dem Steam Deck selbst. Ich bin ein bisschen limitiert, was die TDP und sowas angeht, aber zumindest kann ich hier das ganze System einfach so benutzen, wie ich das ganz gerne hätte und wie es halt ganz cool aussieht. Das Ganze ist in wenigen Schritten durchzuführen und das mache ich jetzt mit euch. Ihr öffnet ganz normal euer Steam, geht hier oben auf die Einstellungen, drückt dort rauf, geht hier auf Account-Beta-Teilnahme, könnt hier dann auf Ändern, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt oder Punkt, Punkt, Punkt draufklicken, geht dann hier auf Steam Beta Update, damit wird das System neu gestartet, es wird direkt ein Update geladen und dann habt ihr die neuesten Funktionen drin. Da müssen wir noch ein, zwei andere Schritte durchführen und dann ist das auch schon fast durch, was wir hier machen. Wir lassen das mal kurz hier durchrödeln. Wenn das Update installiert wurde, dann öffnet sich Steam auch direkt wieder automatisch und dann habt ihr aber immer noch die alte normale Ansicht. Damit ist uns jetzt noch nicht geholfen, denn es bleibt erstmal dabei, dass wir hier oben den Big Picture Modus auswählen könnten. Das ist aber nicht der Modus, den wir wollen. Wir klicken jetzt hier mal unten drauf und schließen Steam komplett. Das heißt, Rechtsklick drauf. Einmal beenden, dann gehen wir auf die Steam-Verknüpfung auf euren Desktop oder zur Not müsst ihr euch eine anlegen. Normalerweise wird die mit erstellt, wenn ihr Steam installiert habt. Dann geht ihr hier auf den Installationspfad, also auf das Ziel, Leertaste, minus Gamepad UI. Das wird dann übernommen. Auch hier meckert dann kurz der Administrator rum. Also ja, einmal übernehmen und fortsetzen, einmal OK drücken. Und dann war es das im Prinzip schon, um dann hier das System einfach nochmal zu starten, diese Steam-Software. Und dann seht ihr, sieht das komplett anders aus. Und wir sind komplett drin. Und ich habe direkt mit meinem Controller den vollen Zugriff auf die normale Steam-OS-Oberfläche, nenne ich es mal. Und kann dann hier meine Spiele spielen oder das Gamepad anpassen oder. Das Ganze ist, wie gesagt, noch eine Beta. Ich konnte Gamepad-unterstützte Spiele ganz normal spielen, das war kein Problem. Quake 4 zum Beispiel ist ein Spiel, was nur auf der Maus und Tastatur eigentlich damals veröffentlicht wurde. Ich kann hier Gamepad-Profile quasi anlegen, aber die wurden bei mir nicht übernommen. Das ist jetzt vielleicht ein Einzelfall. Wer jetzt eben PC sitzt, kann natürlich mit Maus und Tastatur spielen. Wer jetzt mit dem Controller zocken will, für den ist es natürlich jetzt blöd. Aber alle anderen Spieler hier, Wrath, Alien of Ruin oder Aliens Colonial Marines, die liefen alle wunderbar mit dem Controller. Und wie gesagt, ich habe auch die Einstellungsmöglichkeiten, ne, hier für die Bilder pro Sekunde oder im Prinzip das normale Startmenü. Und ja, dann ist es das schon gewesen. Kurz und schmerzlos. Und so könnt ihr auf jedem PC, auf jedem Mini-PC, auf jedem Handheld, der eben auf Windows setzt oder eine Linux-Distribution drauf hat, wo man das im Prinzip so einstellen kann, dann auch direkt nutzen mit diesem Steam OS, mit der Oberfläche, ohne dass ihr ein komplettes Betriebssystem nochmal irgendwie installieren müsst. Genau, spart eine Menge Arbeit, geht wahnsinnig schnell, wird in den nächsten Wochen, Monaten mit Sicherheit nochmal verändert. Also die kleinen Fehler, die ich jetzt noch hatte oder die nicht ganz Nutzbarkeit, die wird dann irgendwann passé sein. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Kurz und schmerzlos, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bei Fragen natürlich gerne in die Kommentare benutzen.